So, einer muss noch runter bei euch. Ja. Soll ich wieder oder? Pommes oder Sorg? Pommes, willst du nochmal? Ist egal. Mir ist auch egal. Kann auch nochmal runtergehen. Nochmal so ein Supermarkt 2.0. Mit der Karotte in Rot. Ach du meine Team gewechselt, schon schießt er gegen die Import. Terste, ne, du bist. Ja, wie du zu ihnen hältst. Du verteidigst. Ich bin heute zum ersten Mal und jetzt kommst du hier. Rotzt du die komplett an. Der Terste hat auch ein Plätzchen, ne? Nur zur Info, das schon mal gelesen hast. Ja, stimmt. Ist echt drin. Aber Schminki, mit Griechenland, was hast du da? Mein Call? Ja, du hast davor super Calls gegeben, aber die hast du irgendwie alle vergessen nach einer Sekunde. Okay. Es war schon sehr schlecht. Aber ich war froh, dass Silber weg war. Guck mal, schneller Begriff. Snack. So, ich logge jetzt auch instant das erste ein, was ich sehe, so wie Smaggy immer spielt. Da können wir uns drauf einigen, einloggen, weil ich hasse das, weil sonst raste ich wirklich aus. Was, die Snackbar? Ja, Snackbar, sehr gut. Plätzchen. Chips, Plätzchen, Snacks. Ein Snack. Was ist, wenn er noch einen Schnack meint? Ein Schnack halt. Nee, gut, nee, check. Nee, meint er nicht. Ey, wir haben aber alle Begriffe, ne? Das ist alles. Mehr passt nicht zu Snack. Die Snackbude, obwohl die Bude sich am wenigsten... Erstmal Plätzchen, Bar und Chip. Boom. Bei was Boom. Ist Boom. Ausgabe? Ja. Ey, oder? Snackbude? Ja, das ja, ist so als Kiosk. Ne? Kiosk. Maul, wirklich so alle. Ausgabe, wo Snack-Ausgabe. Oh, auch nicht schlecht. Wo das Essen ausgegeben wird. Ja, ganz da gibt es halt auch den Strudel, ne, als Gebäck. Ja, aber das ist ja kein Snack. Das ist kein Snack. Siehst du einen Strudel als Snack? Ja, hast du schon. Ja, ja du als Gebäck, ja schon. Eingeatmet kurz. Der Strudel, doch, ist auf jeden Fall so Gebäck. Mal kurz, auf jeden Fall. Hau immer kurz einen Strudel rein. Ja, Schoko-Nikolaus ja, gibt's auch noch. Dann kannst du auch Drache nehmen, den haut er auch so weg. Scheiße. Für mich ist ein Kilo Lasagne auch ein Snack. Ich sehe, glaube ich, den Strudel noch mit als erstes, ne? So als naja. Essen, weil Strudel ist das Einzige, was du noch essen kannst. Aber eure Synergie ist so dermaßen im Arsch. Ah, wenn ja, du Strudel stimmt. als erster siehst, dann ist das Letzte. Ich find, du denkst Bruder als erstes? Ne, ich bin jetzt eher so Team Ausgabe. Du nicht? Caro würde hier wieder auf die Fackel gehen, auf die Grillfackel. Ja. Naja, ist echt so. Grillfackel ja, komm, ist also, Snack. Komm, dann lass einloggen, Ausgabe. Ich glaube nicht, dass er den Strudel. Oder fällt auch auf. Er wird auch ja, der Zahn Strudel gehen. Ist Arsch. Das ist was für einen hohlen Zahn, deswegen snackt er. Ja. Ja. Was ist, wenn Bude jetzt auch stimmt und der Smaggy den übersehen hat? Bin die Ruffy. Ich würde erstmal raten beenden. Wir haben vier Begriffe, das ist gut. Strong. Okay. Was ist, wenn es Berliner ist? Weil so ein Berliner ist ja auch schon ein Snack. Sorg muss stimmt, Berliner ging auch noch, ne? Berliner ist auch ein Snack. Vielleicht hatten wir gerade mit Ausgabe Glück und es ist eigentlich stimmt, Berliner. Ja, Berliner ist, ja, stimmt. Ja, ja. Wir beenden. Wir sind nicht greedy. Boom. Boah, ich hab gerade auf Verraten beenden gekriegt. Warst du ein Aber, danke, ist gut. Danke. Weil jetzt ist Berliner raus. Jetzt haben wir den nicht mehr im Kopf. Das heißt, wir können jetzt Snack quasi abschließen. Ja, vielleicht war das jetzt auch so genau das Wort, was Sorg gebumst hat. Wir haben mir jetzt geholfen. Nee, glaube ich nicht. Gut, weitermachen. Ich bin ein Berliner. Weißt du eigentlich, Terste, warum es Berliner heißt? Nee. Cool. Stark, ne? Kann ich auch nicht. Gute Unterhaltung. Cool. Ich hab gehofft, er weiß es und kann es mir dann sagen. Weißt du, wo der Döner erfunden wurde, Terste? Berlin. Toll. Die Antwort ja. kenne ich, dann weiß er es auch.
in Berlin. Weil ihm der Backofen fehlte, musste die Fettpfanne aushelfen. Nach dem Ausbacken streute er noch etwas Puderzucker auf die Teigkugeln. Fertig. Da der Zuckerbäcker aus Berlin kam, taufte er sein Werk auf den Namen Berliner. No joke, ich hasse es. Da ist ihm doch einfach glatt der Backofen ausgegangen und er musste auf die Fettpfanne zugreifen. Einfach eine Fettpfanne. Ich kenne nur eine Bettpfanne. Ich kenne jetzt auch eine Fettpfanne. Fett. Wasser, okay. Pazifik. Wasser, ja. Strudel, der Wasserstrudel. Ja. Vielleicht für Pflanzen braucht man Wasser. Oh. Wasserdrache. Der Wasserdrache, natürlich. Man kennt. Mach du mal bei der Outline Berliner wieder, ne? Der Wasserdrache. Ja, Pazifik können wir einloggen, glaube ich, ne? Ja, und Strudel auch. So. War gut, dass wir nicht Strudel genommen haben, ne? Ja, Strudel war echt Arsch. Aber es hat auch echt keinen Snack, Terste. Ja, ich hab's bewusst ignoriert, weil du einfach Bullshit laberst. Ach, Junge, klar, Chemie, ne? Physik, Chemie. Warum ey, zum Flick? Soll ich gleich auf Google Maps heißen? Euch zeigen, wie ich gefahren bin? Ruffy, willst du es wissen? Keine Ahnung, ihr Berliner seid einfach alle strunzdämlich. Eine Pflanze nehmen? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, sehr gut. Wäre lustig. So. Pazifik, Strudel und Pflanze. Wie absolut OP sind denn die Wörter? Das ist auch das erste Mal, dass ich Sorg sehe, wie er ein Viererwort macht. Gibst du dir plötzlich mehr Mühe oder was da drüben? Ja, was hast du denn noch so als Viertes? Ja, wer halt auch. Nikolaus. Ja, der Wasser-Nikolaus, also, klar. Ansonsten sehe ich da nichts mehr, außer halt Chemie. Okay, komm. Ja. Das gibt's ja wohl nicht. Willst du auch essen oder nicht? Eher nee. Nicht, ne? Ne. Ja, nicht. Smaggy, Fünferwort. Survival-Ausrüstung. Ja, oh, Krache, oh. Ganz klar. Aber Survival-Ausrüstung ist ja kein Eigenwort. Du hast uns schon zwei gegeben jetzt gerade. Ja, war ja auch Weihnachtstext mit drin. Und den Nikolaus dabei zu haben, ist, glaube ich, gut. Das ist auf jeden Fall. Weihnachtstext ist ja auch einfach ein richtiges Wort. Warum Drache? Survival-Ausrüstung. Aha, ja. Fackel. Danke. Terste nimmt den Nico. Drache, Terste. Warum Drache? Wegen Survival? Ja, gegen einen Drachen. Gegen ja, einen Drachen. Ja, wenn er auch wirklich komplett verarscht, ne? Einloggen. Ja, wenn er den Drachen. Nee, ja, aber wenn er Drache drin hat und will den mit reinnehmen irgendwie. Ja. Will Drache mit reinnehmen in Survival-Ausrüstung. Er denkt also jetzt so an Seven vs. Wild und du denkst an einen Drachen. Falls mal so ein Hugo bei Seven vs. Wild von einem Drachen angegriffen wird. Ja, ist natürlich nicht jetzt der erste. Ich meine, Wasserdrachen lachen, ne? So, aber. Was denn vielleicht noch? Lol, er hat Ausrüstung geschrieben, weil Survival-Set darf er ja nicht. Ja. True. Ja. Gitter. Ja, Gitter kann halt auch sein. Ja. Okay, warte mal. Lass mal kurz überlegen.
Also guck mal, er sagt ja Schleife. Boom. Schleifen. Man muss schleifen können. Seemannsknoten. Katastrophe, oder, Selmira? Jetzt mal im Ernst? Fühlst gar was nicht. Was ist falsch mit diesem Jungen? Ja, so Schleife, ja, da kann ich, halt auch sein. Ich so. So ein Seil. Der erste packt aber Gegner ein, beim Survival-Ausrüstung. Also Gitter glaube ich eher nicht und... Oder das Messer schleifen. Ja, ja. Boah. Boah. Aber wir machen jetzt Fackel, los, boom. Und Fallschirm würde ich auch sagen. Als, Fallschirm? Ja. Falls er mal einen Berg runterspringen will. Jetzt warte mal. So, warte mal. Jetzt warten wir mal. Ach, Junge. Oh, nee, bitte, jetzt warte jetzt mit dem letzten Begriff. Jetzt so Nikolaus. Jetzt warten wir. Drache, Gegner, Schleife. Er will Fackel, Fallschirm und Z verbinden. Es geht hier um Elo-Tester, also Vorsicht. Guck mal, pass auf, hör mal zu. Fackel, Fallschirm und Z hätte er auch mit Ausrüstung verbinden können, ne? Er nimmt aber Survival, also Überlebensausrüstung. Also ich glaube eher, es geht jetzt hier so um den Kampf. Entweder um den, um den Drachen oder einen Gegner. Es geht um den Kampf mit dem Drachen. Ja, kriegt jetzt. Ja, ihr könnt jetzt wieder lachen, ne, wie bei Griechenland, wo es auch schlüssig war. Ne, wo es auch schlüssig und richtig. Ja, ja, lacht ruhig. Ja, ja, Nikolaus. Griechenland und eine Waldbrände, was noch nie gab, ne? Ja, lacht ruhig. Keine Ahnung von gar nichts, aber am Lachen da, weißt du? Ja, ja. Griechenland, gibt's da überhaupt Bäume? Ja, ja. Ja, dann komm, Drache raus, dann. Nehmen wir Schleife. Nein, nehmen Nikolaus. Was ist denn? Nee, pass auf. Wir müssen nicht mal. Da gibt uns gleich einen Zweierbegriff, dann haben wir eh gewonnen. Wenn wir können jetzt eh nur noch einen machen. Das ja, heißt, dann lockt wir doch können die Schleife eh nicht ein. So, siehst du, wer nämlich der Drache gewesen? Wer nämlich der Drache gewesen, oder? Warte, was hättest du denn jetzt gemacht, wenn das Blau gewesen wäre? Dann hätten wir plötzlich verloren. Wenn gleich Valaluga kommt oder so, dann fick ich euch. So. Es ist nicht Drache. Niemals ist es Drache. Ich sag nee, Drache, ich nehme Esspapier. Ja, Gegner, aber nicht Drache. Survival gegen einen Drachen. Ich sag euch, wenn 50 Subs kommen, wenn 50 Subs reinkommen, jetzt gleich nehme ich Tabaluga. Einfach so. Dann scheiße ich was auf so die Runde. Drache. Aber jetzt habe ich schon die Idee für das Thumbnail. Wenn Drache. Ja, Bude, Kiosk. Ja, wenn Drache Schlucker einfach Clouds Ausrüstung 2. Nee, da mach ich selber so im Survival. Stimmt, ist guter Call. Look. Und im Hintergrund ist so ein Drachen. Wenn Drache richtig ist. Drache ist nicht richtig. Niemals. Ja, bei was willst du sonst Survival machen? Gegen den Nikolaus tatsächlich? Ich sag, der Nikolaus ist es. Oder Nikolaus im Casino. Oder Heidelberg ist der OG Survivor. Hey, Chat, ja, ich sag euch. Survival gegen einen. Wenn jetzt, bis ich dran bin, 50 Subs reinkommen, dann werde ich Tabaluga nehmen. Es ist so witzig, wenn Drache sogar das schwarze Wort. Es ist so nicht nur einfach falsch, es ist nicht nur einfach blau, es ist so das Falscheste, was geht. Das Maximum an falsch. Der ist mit seinem Drachen. Ich will so gerne die Auflösung sehen. Ich will jetzt 10 Minuten nach vorne spulen. Und ich mach die Subs nur so hoch, weil ich darf mir dann monatelang den Scheiß anhören von Terste und von Klör. Den zwei schlimmsten. Na klar, na klar. Na klar, na klar. Sprich, hier kommen die Drops für WoW morgen? Ja, keine Ahnung. So, kannst du mal bitte kurz was für mich googeln? Ich darf ja gerade nicht. Was möchtest du denn googeln? Google mal, warum Menschen eigentlich einen Arsch haben.
Der muss doch gerade also eine Katze rausfinden. Ja, der Zeit noch. Ja, der was laberst du ihn denn voll? Er soll kocht im Griff. Sorg, lass dich doch nicht ab. Junge, die Zeit läuft. Ist euch mal aufgefallen, dass so eine Katze zum Beispiel keinen Arsch hat, aber ein Mensch schon? Wir haben einfach Arsch. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich will einfach, dass Sorg das googelt. Wir haben Arsch, eine Katze. Zeitgleich, ja. Es gibt auch eine Kloake. Kloake ist das. Oder gibt's nicht, ne? Klo? Ja. Kloake ist das Geilste, was man an einen Arsch. Kloake ist der geilste Begriff für Arschloch, den es gibt. Kloake klingt richtig wie so ein Sumpf. Was so eine Kloake. Ja, ist ja für beides. Pinkeln und Kacken. Ja. Ja, das sieht einfach nur witzig. Das ist einfach die Kloake. Eine Kloake. Ich glaube, ich nehme Copy Shop. Ich kann mich nicht in Verbindung bringen. Hauptsache Sorg hat Öl die Probleme und sagt, geht erstmal auf deine Frage ein und sagt so, ja, was soll ich machen? Ja, ich war die letzten Tage auf der Gamescom. Ja, aber auch so mit aller Seelenruhe. Mit aller Seelenruhe. Ja, was kann ich für dich googeln? Ja. Meint, der ist immer am Schwitzen. Ey, ihr habt genau 46 Sekunden. Ja, Nikolaus ist Einlog, ne? Ja. Text auch, oder? Weihnachtsgeschichte, Zettel, Text. Hä, aber wenn die drei Begriffe also, das sind, wir hatten kannst, ja dann 10 Minuten dafür gebraucht. Ich werde ja nicht leaken, von wem das kam. Könnte auch noch sein. Ich will erstmal Zettel machen. Ja, oder? Ja, Zettel war nämlich unser. Das war unser Survival-Ausrüstung. Habe ich nämlich schon fast gedacht, ja. Guck mal, der Zettel. Der Drache ist denn jetzt. Ja, weil aus dem Zettel kannst du ja einen Papierflieger bauen. Bin ja mal gespannt, ob Maggie uns jetzt was ein Wort gibt für Drache. Wenn er jetzt Tabaluga schreibt, ne? Ich werd warten. Ich werde jetzt ein bisschen warten. Also ihr habt, jetzt Tabaluga, ich warte bis Minute 2. Ich warte bis Minute 2. Ja, schade. Also der Arsch, by the way, ist dafür da, dass wir aufrecht gehen können. Das ist ein Muskel für einen aufrechten Gang. Deswegen haben wir einen Arsch. Snack. Ey, das Problem ist, mit Tabaluga also fick ich mich selbst. Auf jeden Fall noch nie gegeben. Ich fick mich also selbst Wort, damit. Was wir noch gar nicht drin hatten. Das heißt? Also wird wahrscheinlich so irgendwie Casino oder Zahn oder sowas sein oder Gitter vielleicht. Ey, die werden mich damit ficken. Ich werde Tabaluga nehmen, wenn wir 50 Subs. Ich glaube, eine Minute braucht das schon krass. Bis Minute, also bis Minute 3 fertig, also wenn bei 3 Minuten. Wenn ich sage, bei Griechenland Waldbrände. Ja? Also ihr habt noch 40 das Sekunden. Noch nie gegeben, sonst, ey, das Problem ist, Terste und Klör werden mir das monatelang nachhalten. Confidence und es war falsch. Griechenland Waldbrände. Es hat sicherlich auch schon einen Waldbrand in Deutschland gegeben. Ich glaube, Waldbrände gibt es überall. Das ist, glaube ich, eher so witzig, wenn du so sagst, das ist was so was Griechenland-typisches. Ja, ja ist aber wirklich. Ist was, Griechenland und Australien so extrem oft. Also jetzt no joke. Also das hörst du halt ständig. Weil das so heiß ist und die Äste und Blätter und so dann alles so trocken ist, dass das halt so schnell dann brennt da. Wohnung. Eins. Also es ist ja, nicht ist Drache. Ja, Bude. Drache. Ja. Drache. Das ist das Falscheste, was es gibt. Ich sag dir, wie es ist, ne? Terste auch bei wenn Terste bei Seven vs. Wild eingeladen wird, ne, wird er auch erstmal seinen Eltern sagen, Mama, Papa, ich werde gegen Drachen kämpfen müssen. Alter, Terste, ne? Du bist ja komplett verloren. Dann, was muss ich mitnehmen, wenn ich gegen einen Drachen überleben muss? Also, er wird eingeladen von Fritz Meinecke, so Utensilien gegen Drachen. Klasse. Tipps. Ich hab echt sehr gehofft, dass er den Drachen einloggt. Ah, es hat klasse. Ausrüstung. Ja, Sino und Titel wären auch für euch gewesen. Klasse, der Drache ist schwarz, ne? Das war ja so wild, Bruder, sag ich dir, wie es ist. Also, Survival-Ausrüstung war dann auch ein bisschen Clownsnase wieder, ne? Oder wenn der Drache im Rit ist. Schneider! So, du wirst zu Service eingeladen und denkst als erstes an Drachen, so.
Klasse. Survival-Ausrüstung. Ich muss wirklich, ne, Claire, danke wirklich, dass du dich ansatzweise wie er gedacht hast. Ich sag dir, wie es ist, wäre Faro da, die hätten sich beide recht gegeben und hätten die Scheiße eingeloggt. Also, die hätten so beide, ja, Drache klingt gut, ja, Drache klingt bezaubert. Boah, wir sollten Drache einloggen, ja, Drache klingt gut. Survival gegen einen Drachen. Fantastisch. Ah, Leute, ist das klasse. Es war wunderschön, okay, wieder. Spinky und Pommes, wir gehen jetzt rein im WoW, ne? Ich stehe jetzt erstmal fett nach Essen. Ja, also ich hab. Hallo? Hi. Hallo? Ja, Spinky und. Okay, Leute, es war mir ein Fest. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Jo, danke, gleichfalls. Danke für das kurzfristige Zusagen. Ich ja, das war einen schönen Tag. Gerne, ich sage wieder. Viel Spaß euch noch. Tschüss. Bis dann. Wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss. Tschüss.